Was sind eigentlich die drei Hauptaufgaben eines Geschäftsführers in der Firma? Das Thema wollen wir uns jetzt anschauen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex von A&M. Und wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, was die drei Hauptaufgaben für einen Geschäftsführer eigentlich sind. Weil wir erleben sehr oft, gerade wenn wir in unserer Strukturierungsberatung sind, dass Unternehmen, also wir lassen wirklich die Unternehmer dann eine Aufgabe machen, wo die einfach mal selber ihren Tagesablauf strukturieren oder einfach nicht strukturieren, sondern einfach mal darlegen und uns dann sagen, was davon sind eigentlich was für Aufgaben. Und wir stellen halt extrem oft fest, dass Leute extrem falsche Vorstellungen von Geschäftsführeraufgaben haben. Also da steht wirklich dann als Geschäftsführeraufgabe, Kunden anzurufen oder tatsächlich ein Angebot zu schreiben. Das sind aber alles keine Geschäftsführeraufgaben. Es gibt im Grunde so, es gibt wahrscheinlich auch mehr Bereiche, aber so drei große Bereiche, die man Geschäftsführeraufgaben tatsächlich einteilen kann. Der erste Bereich ist relativ offensichtlich, ist die Strategie des Unternehmens. Also sich zur Strategie Gedanken zu machen. Und Strategie bedeutet wirklich, wo will das Unternehmen die nächsten 2, 3, 4 Jahre stehen? Was ist der Plan und was sind die strategischen Moves, sage ich mal, um da hinzukommen? Da geht es nicht darum, wie kriege ich mein Tagesgeschäft noch ein bisschen effektiver, das ist ein anderer Part, sondern da geht es wirklich darum, wie schaffe ich es, dass ich in Zukunft einfach als viel krasseres Unternehmen wahrgenommen werde? Was muss ich strategisch dafür tun? Da wird von uns dieses Jahr sehr, sehr viel kommen, was strategische Moves angeht. Aber das sind wirklich Sachen, wo sich der Geschäftsführer hinsetzen muss, am besten noch mit seiner rechten Hand zusammen. Vielleicht gibt es auch 2 Geschäftsführer, dann können die sich hinsetzen. Aber wo er wirklich mal tief reingehen und sich Gedanken machen muss. Das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man jemanden wie uns an der Seite hat, der auch Sachen links und rechts mitgeben kann, weil das einfach von sehr vielen anderen Leuten schon gesehen hat. Aber generell diese Aufgabe, strategische Überlegungen zu machen, sollte jeder Geschäftsführer im Jahr 3, 4, 5 Mal machen. Und wirklich mal sich einen Tag rausnehmen und hinsetzen. Ne? Wer die Zeit übrigens nicht hat, der muss erstmal an den anderen Aufgaben arbeiten. Das zweite Thema ist die Schaffung einer Struktur. Was bedeutet das? Eine Struktur hat generell das Ziel, dass wenn bestimmte Mitarbeiter oder auch der Geschäftsführer nicht da sind, der Laden trotzdem weiterläuft. Natürlich, wenn gar keiner mehr da ist, dann läuft der Laden irgendwann nicht mehr, das ist klar. Aber kannst du dir vielleicht so vorstellen, wenn deine 1, 2 besten Mitarbeiter raus sind und der Laden weiterhin gut läuft, dann hast du eine gute Struktur. Wenn deine 1, 2 besten Mitarbeiter raus sind und ich sag mal wirklich mal 1, 2 Monate raus sind, und das Ganze nicht mehr funktioniert, dann hast du eine schlechte Struktur. So, das ist jetzt sehr, sehr schwarz-weiß gedacht, aber nur vom Grundsatz her, dass es verständlich ist. Es geht also darum, die Intelligenz der Mitarbeiter im System quasi irgendwo zu verankern und festzuhalten. Und wenn du das schaffst, dann hast du eine gute Struktur. Und das ist auch eine Sache, beides, das sind Sachen, die sind niemals fertig. Mit einer neuen Entwicklungsstufe des Unternehmens brauchst du neue Strategien, brauchst du neue Strukturen. Na, das ist klar. Und das dritte Thema, und das ist, was die meisten Leute eigentlich fast den ganzen Tag nur machen, was einziges wirklich Geschäftsführeraufgaben sind, ist Ressourcen zur Verfügung stellen. Was heißt das? Was sind Ressourcen? Ressourcen ist zum Beispiel, dass man für ein neues Projekt neue Mitarbeiter braucht. Dann muss sich die Geschäftsführung darum kümmern, wie diese Mitarbeiter generell mal oder die Entscheidung treffen, dass sie eingestellt werden sollen, wie sie zustande kommen. Auch da kann man später Zwischenebenen einziehen, wo sich andere Leute darum kümmern. Das bedeutet aber auch, dass bestimmte Budgets freigegeben werden sollen. Wenn ich jetzt auf Konzernebene rede, ist sicherlich nochmal was anderes. Das ist klar. Das ist dann über den Vorstand mit mehreren Ebenen, mehreren C-Levels. Das ist dann nochmal eine etwas andere Struktur, Grundstruktur. Aber hier geht es vor allem darum, dass wenn Abteilungen gerade Probleme haben, ich rede jetzt mal von Unternehmen bis, ich sag mal, 300, 400, 500 Mitarbeiter, ne, da ist es ungefähr so von der Art her, dann ist es deine Aufgabe zu gucken, wie kommen wir jetzt an die Leute. Das heißt nicht, dass du die selber organisieren musst, das heißt nur, dass du sagen musst, wir brauchen die Leute und ich stelle euch als Ressource, um die Ressourcen zu bekommen, jetzt zum Beispiel die HR-Person zur Verfügung. Oder wir stellen eine HR-Person ein, weil wir feststellen, Personal ist ein Thema. Dann stellst du aber trotzdem die Ressource. Das bedeutet auch, du sagst dann, wir haben jetzt für diese Ressource, keine Ahnung, 10.000 Euro Budget nur als Beispiel. Es muss nicht alles budgetiert sein, das soll das jetzt nicht heißen. Das heißt aber, dass du im Endeffekt in der Lage bist, das Geld dann zur Verfügung zu stellen, wenn es halt gebraucht wird. Ne? Ganz schlecht ist es immer, wenn die Leute sagen, wir brauchen das, das, das und du sagst, ja, kann ich nicht machen. Dann hast du einen schlechten Job gemacht. Das ist übrigens die erste Aufgabe, die man natürlich dann, habe ich auch schon gerade angedeutet, quasi abgibt. Ne? Wo man halt wirklich schaut, okay, wie kann ich diese Sachen dann möglichst anderen Leuten übergeben. Ich sage mal, im Betrieb von 10 bis 20 Mann muss man natürlich auch am Tagesgeschäft arbeiten, da hat man nicht ausschließlich diese Themen, das ist auch klar. Also es ist nicht so, dass ich sage, im 10-Mann-Betrieb, da macht der Geschäftsführer ausschließlich diese Aufgaben. Aber in einem 30 oder 20, 30, 40-Mann-Betrieb sollte er schon eine überwiegende Zeit der Teil sich mit Teil der Zeit sich mit diesen Dingen beschäftigen. Ansonsten ist es einfach, hat man keinen guten Hebel einfach im Leben als Geschäftsführer und irgendwie auch im Unternehmen nicht. Na, und das ist halt irgendwie nicht so befriedigend für viele dann auch, die dann wirklich merken, okay, eigentlich ist das hier, dieser Part hier nur, keine Ahnung, 10%, wenn es hochkommt und die anderen 90% sind so Tagesgeschäft, ne? Das ist ja bei den meisten Leuten tatsächlich so, dass hier ein riesengroßer Part ist und hier ist nur so ein kleiner Part. Und da muss man halt schauen, schrittweise rauszukommen. Und da beginnt man meistens damit, dass man sagt, okay, ich schaffe halt die Struktur, die Ressourcen muss ich immer zur Verfügung stellen, das ist eine never-ending story. Ne? Und auf der anderen Seite komme ich aber auch darum, dass die Strategie halt tatsächlich funktioniert. Und hier geht es vor allem darum, tatsächlich auch bei dem 40-50-Mann-Betrieb irgendwann oder 100-Mann-Betrieb vor allem die Ressourcen für die Abteilungsleiter zur Verfügung zu stellen. Weil auch hier wieder, ich rede jetzt nicht vom Tagesgeschäft, davon, dass es normal ist, dass man zum Beispiel
Werkzeug einkaufen muss, dafür, dass es normal ist, Zement einzukaufen, Material einzukaufen. Das hat nichts mit Ressourcen zu tun. Es geht um Ressourcen für Wachstum. Wenn ich sage, das Unternehmen soll sich verdoppeln, verdreifachen, dann brauche ich vielleicht ein neues Firmengebäude. Dann brauche ich vielleicht logischerweise auch neue Mitarbeiter. Dann brauche ich vielleicht eine neue Marketingstrategie dahinter und dafür dann sich Gedanken zu machen, zum Beispiel wieder strategisch, ne? Aber auch das Budget zur Verfügung zu stellen für solche Themen. Dafür ist der Geschäftsführer tatsächlich da, diese Entscheidung zu treffen. Die muss er dann nicht komplett mit begleiten bis zum Ende, aber muss sie zumindest treffen und kontrollen irgendwo. Also mit gucken, ob es gemacht wird. Wenn er jetzt nicht eine rechte Hand, wo er sagt, der verlässt mich 100% drauf, der macht immer genau das, was ich möchte. Trotzdem sollte man ab und an nochmal drauf schauen. Ne? Gut, ich denke, da waren jetzt ein paar Sachen dabei für dich. Das Ziel ist wirklich, diese 90% immer weiter zu reduzieren. Das schaffst du natürlich Punkt 1, indem du dann Leute irgendwann auch einstellst. Ne? Wenn du jetzt sagst, du bist gerade alleine, dann wirst du niemals von den 90% wegkommen. Das ist klar. Wenn du sagst, du hast dann vielleicht eine Person mehr, dann bist du vielleicht schon bei 80%, vielleicht bei 70, 60, 50% irgendwann, dann bei 20 Leuten irgendwann noch bei 5% oder 10% Tagesgeschäft. Und der ganze Rest geht in die strategischen Überlegungen rein. Du wirst merken, je mehr Zeit du hier investierst, desto schneller wächst das Unternehmen. Desto effektiver wächst es, desto mehr Gewinn hast du raus, desto mehr Lebensqualität hast du raus. Und auch deine Leute tatsächlich. Und darum geht es ja. Ja, das war's eigentlich. Dann habe ich mal ein paar Sachen für dich dabei. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn das Ganze gefallen hat, gib uns gerne ein Abo. Ne? Das wird dich auf jeden Fall weiterbringen, weil du in Zukunft noch weiter solche Videos siehst. Und bis zum nächsten Video. Ciao.